Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stessel für euch. Heute wieder von der Ellerbach im LS22 und willkommen zu meinem höchstpersönlichen Realismus-Selbstversuch. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Wiese 99. Ich habe gerade hinten noch ganz kurz die kleinere Wiese geschwadet. Allerdings muss ich sagen, sind die 6 Meter da hinten auf jeden Fall zu groß. 6,6 Meter Pöttinger Austria Design. Definitiv zu groß für das hintere Stück. Mal gucken, vielleicht tun wir das im Laufe unserer Zeit eventuell austauschen gegen ein größeres. Werden wir mal schauen. Jetzt bin ich, wie gesagt, auf dem Weg hier rüber. Da sehen wir es schon am rechten Rand. Mit dem 300er vom Simon, der irgendwann zum Download kommen soll. Im Mod-Hub, by the way, wenn ihr da mehr davon erfahren wollt hier zu diesem 300er, dann schaut gerne in das letzte Video, da gibt es so ein minimalistisches Preview drüber, was da euch erwartet. Gut, heute an einem Dienstag, hoffentlich auch mal so schönes Wetter wie hier auf der Ellerbach. Ich kann es so langsam nicht mehr sehen. Ich muss ehrlich gestehen, dieses Grau in Grau Tag für Tag, es ist einfach lästig. Es wird Zeit für Frühling, genauso wie hier. Wir sind ja jetzt in Mai. Kurz noch zur Information zu der Uhrzeit oben. Wo ich das gerade sehe, möchte ich das nur ansprechen. Und zwar mache ich es eigentlich immer so für mich. Während meiner Tätigkeit spule ich bzw. reduziere ich die Zeit ein bisschen zurück. Und sobald die Tätigkeit erledigt ist, im Off meistens, spule ich so ein bisschen vor. Dass ich einfach hier in aller Ruhe mich um mein Geschäft kümmern kann, dass ich da nicht irgendwie in Hektik gerade. Ne? Auch dieses Tempo werden wir nach und nach anziehen, aber eins nach dem anderen. Gut, dann tun wir einmal ausklappen das Ganze. Und dann einmal anschalten. So, wie machen wir es am besten? Ich glaube, wir machen wieder einmal Vorgewinde. Wir ziehen es einmal außen rein, weg vom Zaun, damit wir nachher besser hantieren können. Und dann machen wir wieder hier und da so ein paar Streifen. Ziehen wir es einfach mal hier so ein bisschen raus. Also wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Gerät. Ich werde aber, glaube ich, beim nächsten Schnitt mal mit dem Händler sprechen, ob er mir vielleicht noch ein kleineres Gerät hat. Hier oben ist halt ideal. Ne? Die 6 Meter gezogen ist immer so ein bisschen schwierig bei mir. Ich mag meistens die, wo man ausheben kann, lieber. Aber die sind halt meistens nur irgendwo 3 Meter. Da bin ich dann hier wieder ein bisschen länger unterwegs. Ich weiß es noch nicht so genau. Wahrscheinlich werden wir es einfach mal Try and Error machen. Wir versuchen uns das Ganze mal ausleihen zu können und dann schauen wir mal, was uns dann besser liegt. Wie gesagt, Arbeitsgeschwindigkeit bzw. wie lange ich hier auf der Wiese benötige, ist na klar hier mit dem 6,60 Meter auf jeden Fall ganz okay. Jetzt bin ich gar gespannt. Wir haben hier den 313 aus der Gruppe, aber er kommt damit zurecht. Das läuft. Ich hatte erst Bedenken, dass er spätestens hier oben dann aussteigt auf der Wiese. Aber er macht seinen Job. Er zieht. So, und dann gehen wir nämlich als nächstes direkt in Ballenpressen rein. An der Stelle nochmal ganz kurzer Spoiler. Für diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind, da kommen ja nach und nach welche dazu. Wer es noch nicht getan hat, lade ich recht herzlich dazu ein, hier kostenloses Abo dazulassen. Wer hier mehr erfahren will, würde mich sehr, sehr freuen. Ich möchte meinen Betrieb hier so ein bisschen ausrichten in Richtung Milchviehbetrieb. Da haben wir ein bisschen schlampig gearbeitet. Bedeutet, wir werden uns rein auf Kühe in dem Sinn konzentrieren. Natürlich mit Nachwuchs etc. Bedeutet aber, ich will mich da erstmal auf Grünland fokussieren, so gut es geht. Selbstverständlich brauchen wir auch hier und da ein bisschen Stroh. Ich möchte es nicht zukaufen, heißt, wir haben ja noch 2 Felder mit Weizen aktuell. Und so möchte ich das Ganze ein bisschen beibehalten. Also wie gesagt, ein bisschen mehr Grünland,
Hier geht sie es nicht ganz auf. Hier bin ich auch noch nicht ganz so schlau draus geworden, wie ich das am geschicktesten mache, mit diesen Bahnen legen. Das ist auch so irgendwie spontan, rein aus dem Bauch raus. Wir werden Rundballen machen, auch wenn hier die eine oder andere wahrscheinlich dann flöten geht. Ja, Rundballen, Gras, Silageballen, auch wenn wir zwei oder drei Fahrsilos am Hof haben. Habe ich ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Das ist eigentlich so mein Plan für das Ganze. Also ich glaube, ich ziehe das so ein bisschen Richtung Einfahrt. Dann werden wir da nachher reinkommen. Das Ganze hoffentlich ordentlich aufpicken können. Das war jetzt gerade falsch rum, ne? Gerade falsch rum. Wir müssen das von hier oben rechts überziehen. Vielleicht nehme ich mir da auch mal irgendwann einen her, der, beziehungsweise, warte mal, wir machen es mal so. Wir haben ja gesehen bei dem Pöttinger, der hat zwei Arbeitsmodis. Wir haben jetzt einmal Seitenschwad und einmal Nachtschwaden, was auch immer das bedeutet, Doppelschwad. Bedeutet das jetzt, dass er von außen in die Mitte reinzieht? Ich weiß es nicht. Testen wir. Das würde ja dann in dem Fall Sinn machen, dass wir außenrum einmal das Ganze wegziehen vom Zaun und dann innen drin das in die Mitte reinpacken. Ah, nee. Okay, wo ist da jetzt der Unterschied? Das kriege ich noch nicht so ganz. Ah, okay, der macht eine kleine und eine große Schwad. Okay, also das ist auf jeden Fall nicht unser Modi, den wir gerne hätten. Schön wäre es na klar gewesen, wenn wir das dann in den Mittelspat ziehen hätten können. Ich meine, da gibt es ja auch den einen oder anderen, ne? Also da seht ihr, ich muss da auch mich noch so ein bisschen selber finden. Ich glaube aber, das wird sich mit der Zeit dann ergeben. Aus Erfahrung raus, die wir sozusagen Jahr für Jahr hier uns aufbauen. Wie wir dann das Ganze handeln und so weiter und so fort. So. Das wird nicht schön. Also das ist na klar ein bisschen tricky mit den Zäunen am Feldrand, aber ich mag's. Ich weiß, die meisten, da kommt immer, kann man die verkaufen? Die will ich gar nicht verkaufen. Warum denn? Das ist so ein bisschen, macht das Ganze ein bisschen interessanter, spannender und wir wollen ja die Karten nicht innerhalb eines Tages sozusagen durchspielen. So, ziehen wir das hier auch so ein bisschen raus. Das glaube ich hier auch noch mal ein bisschen nachziehen, dass es wirklich hier nun eine Schwad gibt, weil sonst dieses Hinterrupfler hier, das wird ja nichts. So, ich bin gespannt, was runterkommt. Von den Aufhäufungen her sieht es, glaube ich, gar nicht so verkehrt aus, dass man da ein bisschen was durchbringen für dieses Jahr, zumindest für den ersten Schnitt. Die zweite, je nachdem, müssen wir mal gucken. Auch das werden wir spontan entscheiden. Ob wir dann in den Verkauf gehen für den Rest oder was wir da machen, das werden wir dann sehen. So, machen wir hier nur eine dicke Schwade.
Müssen wir nämlich nicht so 100.000 Bahnen fahren. Ja, ich denke mal, die finden praktisch schon. Wird sie schon hinkriegen. Ich habe übrigens im Off versucht, am Hof drüben, an der Ausfahrt, mal so einen Spiegel zu platzieren. Da gibt es vom Landbauer, Grüße gehen raus an der Stelle, gibt es ein Deko-Pack, da hat er einen runden Spiegel drin, falls es jemand interessieren sollte. Allerdings habe ich es nicht geschafft, den so ordentlich zu platzieren, damit man da auch wirklich was erkennt. Es ist ein bisschen ein Blödseck da dran. Aber trotzdem, wenn es da jemand interessieren sollte, einfach mal bei Forbidden Mods reingehen unter der Kategorie direkt Forbidden Mods. Da gibt es vom Landbauer Deko-Pack heißt das Ganze und da ist es mit integriert. Heißt, wir müssen halt vorläufig weiterhin uns da ein bisschen vorsichtig ausbewegen. Vielleicht machen wir auch mal so die Holzbike umpacken auf eine andere Position. Safety first. Nicht, dass wir da irgendwie mal in Schwierigkeiten reinkommen. So, noch zweimal. Und dann haben wir das schon. An sich ist das Gerät echt nicht schlecht. Also muss ich sagen, ich komme soweit gut damit zurecht. Wenn es jetzt noch die Option geben würde mit Mittelspat, das wäre perfekt für mich. Da muss ich nämlich nicht ganz so oft nachdenken, da brauche ich nur die Spat draußen vom Zaun ein bisschen reinziehen und der Rest ergibt sich dann sozusagen von selber. So, dann haben wir das doch schon wieder. Für die Neuen unter euch, ich habe mir den Pöttinger vom Maschinenring ausgeliehen. Da zahle ich 7,50 Euro ohne Mehrwertsteuer pro Stunde und pro Hektar. Das werden wir das Ganze dann überweisen. Und den 300er haben wir als Vorführer bekommen. So, dann können wir nämlich gleich hier runter. Vielleicht müsste ich das mit der Zeit nochmal so ein bisschen revidieren an der Stelle. Weil es macht ja eigentlich Sinn, das Ganze, keine Ahnung, auf fünffach vorzuspulen, damit ich weiß, wie lange ich rein theoretisch für die Wiese gebraucht habe pro Stunde, weil das muss ich ja dann nachher wieder pro Stunde pro Hektar an den Maschinenring überweisen. Ich glaube, da muss ich mich nochmal ein bisschen korrigieren. Keine Ahnung, wie lange bräuchte man jetzt für so eine Wiese? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, so die Profis unter euch, die Landwirte unter euch, was würdet ihr schätzen? Wir haben jetzt hier, lassen wir uns mal kurz gemeinsam reingucken, damit ihr die Hektarzahl wisst. Precision Farming müsste das, glaube ich, drin sein, ne? Wir haben hier 0,2 Hektar. Dann haben wir irgendwo 1,5. Ich rund ganz grob auf. Also 2,5. Machen wir einfach einen geraden Betrag. 2,5 Hektar. Wie lange würde man da brauchen zum Schwaden? Das wäre mal interessant zu wissen, wie das in Real Life sozusagen ablaufen würde. Große Fahrwege hatten wir nicht da. Große Zwischenfälle hatten wir nicht da. Lief eigentlich soweit durch. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht 2 Stunden, oder? So, reines Bauchgefühl. So. Das ist nochmal das gute Stück. Und dann bringen wir das Ganze zurück. Vorführer, schönes Gerät. Den parken wir wieder hier hin. Den darf er dann selber waschen.
So. Zündung aus. Handbremse an. So sieht das gute Stück dann aus. Gut, Freunde. Wir haben die Spat fertig. In der nächsten Folge werden wir uns dann um die Ballen kümmern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Wie gesagt, der Abole kostet wie immer nichts. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier von unserem Realismus-Selbstversuch. Habt eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis dann, euer Yogi. Ciao.